Benjamin Leiding hat keine Angst vor dem Sprung ins Unbekannte. Egal ob in der Freizeit oder in seiner Forschung. Er denkt weiter. Was passiert, wenn Maschinen immer intelligenter werden? Wir haben ganz viele Geräte, mein Smartphone, ähnliches, mein Notebook. Sie werden immer intelligenter und intelligenter und intelligenter. Was passiert aber, wenn sie endlich mal so intelligent werden, dass sie selbstständig oder semi-selbstständig bestimmte Handlungen ausführen können? Wenn man das noch mal weiter denkt, dass sie auch selbstständig geschäftsfähig werden können. Wie gehen denn die Autos oder die Maschinen im Allgemeinen untereinander in Geschäftsbeziehungen um oder in Interaktionen und Kollaborationen? Wie machen sie das mit Mensch zu Maschine oder Mensch zu Infrastrukturkomponenten wie zum Beispiel Ampeln oder Mautstellen oder Ähnlichem? In der Zukunft werden nicht nur Autos, sondern auch Milliarden anderer Maschinen interagieren. Sie werden permanent aushandeln, wer was, wann, wie macht, mit digitalen Verträgen. Für Menschen zu schnell. Für die gesamten Interaktionen, Transaktionen, Kollaborationen, die dann in diesem Kontext entstehen, sind natürlich manuelle Vertragsabwicklungen, wie wir Menschen sie untereinander tätigen, keine Option mehr. Das heißt, wir müssen dort massive Automatisierung anbieten können, die aber trotzdem gleichzeitig dieselben Anforderungen erfüllt, wie wir es als Menschen gewohnt sind. In seiner Dissertation an der Universität Göttingen schafft Benjamin Leiding die Grundlagen dafür, dass nicht mehr nur Menschen miteinander Verträge abschließen können, sondern auch Maschinen direkt miteinander. Oder wie beim Beispiel von Fahrdienstleistungen Menschen mit Autos, also Maschinen. Und diese können noch dazu ganz eigenständig agieren. Ich finde Systeme sehr interessant, die sich dezentral und selbstständig organisieren, wo ich nicht eine leitende Persönlichkeit, eine leitende Entität in einem System habe, die sagt, du machst das, du machst das, du machst das, sondern Systeme aus verschiedenen Teilnehmern, die sich selbstständig organisieren, die sich selbstständig Identitäten ausstellen, die es selbstständig schaffen, zu einem Konsens zu kommen. Das ist, was ich sehr interessant finde. Um dieses Ziel zu erreichen, will Benjamin Leiding sicherstellen, dass jede einzelne Maschine eine eigene, unverwechselbare Identität bekommt. Denn nur dann können Maschinen auch untereinander Verträge abschließen. Beim Beispiel Auto könnte in Mikrotransaktionen miteinander verhandelt werden, welches Auto welche Lücke im Straßenverkehr in Anspruch nimmt und welche Gegenleistung dafür fällig wird. Auch direkte Transaktionen zwischen Auto- und mautpflichtigen Straßenabschnitten wären denkbar. Benjamin Leiding hat eine Vision. Wenn Maschinen, wie zum Beispiel Autos, unabhängig und eigenständig agieren können, dann müssten sie auch niemandem gehören und könnten zum Nutzen aller Menschen arbeiten. Der Gedanke ist dem Problem entsprungen, dass sämtliche Services und Dienstleistungen, die wir heutzutage anbieten, immer einen Gewinnanspruch haben. Irgendwer muss Gewinn machen, damit eine Dienstleistung, ein Service, ein Produkt angeboten wird. Für eine Maschine, deren Selbstzweck existieren ist, die sich einfach nur selbst gehört und damit ihre Lebenshaltungskosten decken muss, die braucht keine Gewinnabsicht. Dementsprechend könnten wir die diverse Dienstleistungen für die Menschen deutlich kostengünstiger anbieten, wenn niemand davon Gewinne abschöpfen muss. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze aufziehen kann. Mit eigenständigen Autos als Transportdienstleister könnten Ressourcen effizienter genutzt werden, anstatt unsere Städte mit Autos vollzustellen. Das ist nur ein Beispiel für die Umwälzungen, an deren praktischer Umsetzung Benjamin Leiding arbeitet. Ich habe die Möglichkeit, Ideen und Gedanken nachzuhängen, die potenziell vielleicht niemals passieren werden oder in 30 Jahren oder aber in einer sehr abgewandelten Form. Aber ich kann mir über Gedankenkonstrukte Gedanken machen oder darüber nachdenken, was wäre, wenn und wie kommen wir dahin? Um seine Ideen zu vermitteln, muss Benjamin Leiding immer wieder die Inhalte seiner Forschung verständlich aufbereiten. Denn er ist zutiefst davon überzeugt, die Ergebnisse sollen der Allgemeinheit zugutekommen. Eine Möglichkeit ist natürlich immer, möglichst viel von dem Wissen, was wir dabei erarbeitet haben, einfach zu publizieren, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, Quellcode, der dabei entsteht, der Öffentlichkeit in Form von Open Source zur Verfügung zu stehen, die Idee möglichst weit zu verbreiten, sodass sie jetzt nicht irgendwo in einem elitären Keller landet oder aber in patentierter Form nicht für andere nutzbar ist.